Willkommen zu einer weiteren Folge von 13. Wir sind immer noch auf dem Weg, den General zu befreien. So. Das ist natürlich auch hier sehr vertrauenswürdig, wenn hier Wasser durchtropft und da aber Stromkabel lang gehen. Oha. Träume ich? Mein Gott, ich kann es nicht glauben. Mein bester Mann am Leben. Gerade so. Beeil dich, sie kommen zurück. Hier ist Ihr HF-Sender. Was für ein Ding? Jones, können Sie mich hören? Was? Was meinen Sie mit Gedächtnisschwund? Ach, meine Zigarre. Sieh dir diesen Dummkopf an. Wir sollten uns um ihn kümmern. Bereit? Bereit, mein Sohn? Hey, lauf, Bursche, komm her. Ich muss pinkeln. Ich werde ihn umbringen. Ausgezeichnet. Gib mir Deckung. Kannst du mal stehen bleiben? Erstmal gucken, wo wir vielleicht hier noch. Ah, okay, das war der Raum. Milchglas. So, ich hoffe mal, den Regen hört man hier nicht so auf der Aufnahme. Und ich erinnere mich gerade daran sehr gut. Oh ne, das war doch woanders, was ich jetzt gerade dachte. Oh Kacke. Ich muss mal kurz Krach machen. Es hat nämlich ein wenig reingeregnet und ich saß genau am Fenster. Oder sitzt immer noch. So. Oh, das war schnell Level. Okay, benutze die Seilbahn, um die Basis zu verlassen. General Kenton darf nicht sterben.
Mobster, bleibst du? Nein, er rennt wieder vor. Komm, mein Sohn, lass uns die Sicherung suchen. Warum sagen die eigentlich immer mein Sohn? Hallo, Alter, wie schnell ist denn der? Befreie uns von diesem Komiker. Ich briefe Jones. Bleibt nicht stehen. So wie es aussieht. Der hat einen Helm auf, ne? Scheiße. Ich würde trotzdem noch mal warten, bis er wiederkommt. Hat jemand den Schlüssel zum Lagerraum gesehen? O'Neill hat ihn! Ne? Keine weiteren Gegner? Das ist die Seilbahnstation. Also entweder ist noch einer draußen. Okay, ist der Typ drin? Wahrscheinlich. Oh, aus der Entfernung hat mich das Ding noch geschwächt. Okay, die Keycard. Okay. Ich gehe mal stark davon aus, sobald wir die Sicherung haben oder einsetzen, werden hier nochmal Gegner kommen. Was ist das hier für eine Luke? Kann ich nicht benutzen.
Alles klar. Jones wartet unten auf uns. Erschreck mich doch nicht so. Hast du das gehört? Gib mir Deckung. Starte diesen alten Schrotthaufen. Dann lass uns hier verschwinden. Immer wieder gern. Nee, da war das ja. Nicht einfach entkommen lassen. Wieso was? Oh no. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Dein Gedächtnisschwund ist sehr hinderlich, mein Sohn. Wir hätten die Mistkerle beinahe gekriegt. Als du verschwunden bist, warst du kurz davor, die Identität von Nummer 1 aufzudecken. Aber davon weißt du natürlich nichts mehr. Hör zu, es gibt 20 von ihnen. 20 Verschwörer, die sich hinter Nummern verbergen. Captain Steve Rowland gehörte dazu, die berühmte Nummer 13. Er hat den Präsidenten getötet. Aber seine Kameraden haben ihn verraten und Mongoose beauftragt, ihn zu eliminieren. Jetzt ist er tot. Aber wer bin ich dann? Bringen Sie Captain zu Jones' Helikopter. Sind sie wieder. Pass auf! Runter! Die Kabine löst sich! Verdammt! Ja, hier ist noch ein bisschen. Gib mir Deckung. Ich muss eine Möglichkeit finden, den Hafen zu befestigen. Ich mal sehen würde. Nein! Alles okay? Ist die Luft rein? Ja, los geht's. Der Hubschrauber ist hinter dem Hügel. Wir schaffen es. Ach so, hätte ich mich verschanzen können, okay. Verdammte Aasgeier. Okay.
Wie viel Prozent hat er noch? Vorsicht! Noch eine Rakete! Okay. Ich habe gerafft. Ich kann die Maschine nicht starten. Ich brauche Ihre Hilfe, General. Folgen Sie mir. Gib uns Deckung. Ich schaue mir die Maschine an. Oh Mann. Und die Seilbahn hätte wo jetzt hingeführt? Ich komme. Ach, ich hätte auch. Man lässt Frauen nicht warten. Toll. Bleiben Sie im Haus. Wir holen Sie da raus. In was für ein Schlamassel wird sie uns wohl diesmal reinziehen? Okay, Kurs 270. Der Kelani-See liegt nur ein paar Meilen von hier. Falscher Alarm! Das war das falsche Haus! Wir können das Ziel nicht lokalisieren! Such weiter! Mangus ist auf dem Weg! Finden Sie Charlotte, aber erst in der nächsten Folge. Spitzu, danke mich. Bis dann.